Ich freue mich, dass so viele von Ihnen da sind. Das sind ja fast so viele wie letzte Woche. Bleiben Sie dran. Phonetik. Das ist jetzt das heutige Thema. Das ist so ein Spaßthema, weil, ja, wie soll ich das sagen, das ist nicht so Theorie, so wie wir das hier machen, nicht so theoriegeladen oder so, sondern es ist einfach mal gucken, was wir selber so machen, wenn wir sprechen, und zwar mit unseren Sprechwerkzeugen. Darum wird es gehen. Ich werde Ihnen erst sagen, was Phonetik ist, das habe ich jetzt fast schon getan. Was hat Phonetik mit Bildungssprache zu tun? Durchaus was. Welche Organe sind an der Artikulation beteiligt und wie machen diese Organe das, wenn sie Vokale und oder Konsonanten artikulieren? Und wo passiert das dann? Im Sinne von, bei welchem der möglichen Sprechwerkzeuge. Und Sie sehen schon, das ist mal eine typische Handbewegung. Die Sprechwerkzeuge befinden sich offensichtlich irgendwo zwischen hier und hier. Und implizit informiere ich Sie dabei noch darüber, welche Konsonanten und Vokale es im Standard gibt, im bundesdeutschen Standard. Und wir können dann gerne noch mal diskutieren, was der ist und welchen Status der hat und so weiter. Aber jetzt machen wir erstmal, tun wir so, das wäre kein Problem. Das wäre keine Diskussion nötig. Was ist der Standard? Medien. Nicht im Sinne von Zeitungen, Fernsehen und so weiter, sondern von, wie werden Sprachsignale übertragen. Da gibt es im Wesentlichen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, drei Möglichkeiten. Akustisch, das ist das, was ich gerade mache. Ich biete Ihnen hier Schallwellen an. Dazu noch irgendwie einen visuellen Eindruck, aber der wäre entbehrlich, weil ich tanze einfach nur so hin und her. Das Wichtige sind die Schallwellen. Dann, wie ich das immer ein bisschen gekünstelt nenne, artefaktisch. Das heißt, sie erzeugen irgendein Objekt, ein künstliches Objekt, was Sprache kodiert. Das sind Schriftstücke oder irgendwelche Konfigurationen im Speicher von irgendeinem, sowas hier, so einem Tablet oder einem Computer oder was auch immer. Oder sie hauen das in Stein. Zeige ich Ihnen in der letzten Woche von diesen 13, zeige ich Ihnen tolle Sachen, historische Sachen, wie man solche Artefakte hergestellt hat und warum und mit welchen technischen Mitteln. Oder halt gestisch, das ist nicht hier mein, das, was ich mache, gemeint, dass irgendwie die Hände so ein bisschen bewegen, sondern Gebärdensprache, ist eigentlich total spannend. Ich wüsste gerne mehr drüber. Es ist eine völlig andere Art, dieselben Inhalte und Funktionen so plus minus zu kodieren. Man kann nicht alles, was man akustisch kodieren kann, auch zum Beispiel schriftlich oder in Gesten kodieren. Also was wir zum Beispiel in der gesprochenen Sprache mit Intonation machen, kann man in der Schrift einfach nicht wiedergeben, so wie die Schriftsysteme sind, die wir haben. Was gibt es Beziehungen zwischen diesen drei Medien? Da bürte sich vielleicht die alte Behauptung an, das schreibt man, wie man es spricht, fürs Deutsche. Die ist falsch. Die ist grundfalsch. Und deswegen kann man auch Kindern nicht sagen, hör mal genau hin, dann weißt du, wie man es schreibt. Das ist falsch. Das ist deshalb nicht möglich, weil die Behauptung, die dahinter steckt, dass man das Deutsche schreibt, wie man es spricht oder umgekehrt, einfach falsch ist. Und ich werde Ihnen nächste Woche, übernächste Woche und dann in der Graphematik genau sagen, warum. Und ich hoffe, ich kann Sie davon überzeugen, wenn Sie bisher was anderes glauben. Also, wir sprechen nicht, wie wir schreiben. Methoden und oder die Methode und die Ziele der Phonetik, wie wir sie jetzt hier machen. Es gibt nämlich mehrere Möglichkeiten. Es gibt die artikulatorische Phonetik, die beschäftigt sich mit der Produktion von Sprachlauten und da war sie schon wieder, meine berühmte Geste. Dann gibt es die perzeptorische Phonetik, die würde sich damit beschäftigen, wie das Ganze durchs Ohr ins Gehirn geht und dann da irgendwie wahrgenommen wird. Das ist extrem spannend. Es gibt auch die akustische Phonetik, die ist eigentlich auch super interessant, weil es irgendwie um Physik geht. Es geht um darum, wie sind die Schallwellen beschaffen, die ich jetzt hier produziere. Natürlich hängt das alles zusammen. Also es wäre Blödsinn, wenn das irgendwie nicht zusammenhängen würde. Weil natürlich artikulieren wir das irgendwie und deswegen entstehen bestimmte Schallwellen und die werden irgendwie auf bestimmte Weise verarbeitet von den Ohren und dem Gehirn und so weiter. Das hängt natürlich zusammen. Warum beschränken wir uns hier so ein bisschen auf die artikulatorische Phonetik? Das hat überwiegend praktische Gründe. Erstmal richten sich die meisten Transkriptionsalphabete nach den artikulatorischen Eigenschaften. Das sehen Sie gleich, wenn ich Ihnen zeige, wie das so klassifiziert wird. Außerdem ist die artikulatorische Phonetik nicht notwendigerweise, aber de facto in den meisten phonologischen Theorien die Grundlage.
Das geht, würde auch anders gehen, aber man macht es halt tendenziell traditionell so in den allermeisten Theorien. Außerdem ist natürlich die Artikulation die wichtige Grundlage der Sprecherziehung im weitesten Sinne. Also ganz einfach, wenn Sie jetzt jemandem erklären wollen, dass es nicht, dass man in bestimmten Kontexten nicht Tisch sagen würde, gibt ja Regionen, wo man Tisch sagt statt Tisch, ja, wie machen Sie denn das? Das können Sie natürlich vormachen. Sie können immer sagen, ja, das heißt Tisch, Tisch. Aber sobald die Person das nicht weiß, wie das geht, wie man das macht, Tisch, müssen Sie es irgendwie erklären. Oder Sie müssen das wissen, wie das zusammenhängt und dann eine Übung entwickeln, die implizit diese Person dazu bringt, in bestimmten Kontexten Tisch zu sagen. Das heißt nicht, dass man den Dialekt abtrainiert, aber da komme ich noch mehrfach drauf zurück. Oder was auch immer es ist, was Sie da vielleicht in Anführungsstrichen abtrainieren wollen. Das ist was anderes. Außerdem können wir diese Art von Phonetik weitgehend apparatefrei machen. Das sehen Sie gleich, weil ich das mit Ihnen mache. Das heißt, wir brauchen keine Messgeräte oder sowas und wir brauchen auch keine Experimente für die perzeptorische Phonetik. Müsste man jetzt irgendwelche Experimente machen, um rauszukriegen, wie wird es denn wahrgenommen, was da gehört wird. Das ist alles ein bisschen in dem Kontext hier. Bietet sich aus praktischen Gründen und aus anderen Gründen, wie ich gerade ausgeführt habe, die artikulatorische Phonetik an. Es gibt ein tolles Buch dazu, gerade zum Deutschen, wie man das Deutsche transkribiert, wenn Sie ein bisschen darüber hinausgehen wollen, was wir hier machen. Dieses Buch, ich spreche den Namen immer Ruß aus, weil ich davon ausgehe, dass es ein Dehnungs-E ist. Das habe ich nie überprüft, fällt mir gerade auf. Es könnte auch Rüß heißen. Ich kenne die Person leider nicht persönlich. Das ist, die genauen Referenzen sind wie immer am Ende der Folien, auf der letzten Folie. Wenn Sie sich dafür interessieren, holen Sie sich mal das Buch. Das Buch schafft was, was mit einem Buch sehr schwer ist, nämlich eine Phonetik-Einführung. Also mit Hören ist immer besser, aber ein Buch kann man halt nicht hören. So, was hat Phonetik mit Bildungssprache zu tun? Die phonetische Normbeherrschung ist ein Primärmerkmal der Bildungssprache. Das soll man jetzt nicht polizeilicher sehen als die Polizei. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir perfekt klingen wie TagesschausprecherInnen. Das klinge sogar in den meisten Kontexten wahrscheinlich extrem künstlich und fast unangenehm im Alltag. Aber es geht schon darum, dass man zumindest das Angebot macht, in bestimmten Kontexten eben zum Beispiel regionale Merkmale nicht so durchscheinen zu lassen. Und Sie wissen alle, woran erkennt man sofort, aus welcher Gegend jemand kommt? Naja, an der Phonetik. So, ich bin aus Nordrhein-Westfalen. Haben Sie das gehört? Westfalen? So. Beschreiben Sie das mal. Was muss ich denn anders machen, damit Sie nicht mehr hören, dass ich aus Nordrhein-Westfalen komme? Darum geht's. Das Ganze hängt damit zusammen, dass diese unterschiedlichen Varietäten, die wir so sprechen, mit einem bestimmten Prestige verbunden sind. Das will ich Ihnen nur ganz kurz, weil das eigentlich ein wichtiger Aspekt ist, warum man das überhaupt machen will, da so eine Norm, standardkonforme Aussprache irgendwie zu unterrichten. William Leboeuf, der Erfinder der Soziolinguistik, muss man so sagen, hat sich in den 60ern in ganz berühmten Experimenten nicht-rotische Varietäten des Englischen angeguckt, verglichen mit rotischen Varietäten. Was heißt das? Sie kennen das als Kontrast zum Beispiel zwischen so einem typischen britischen Englisch, the car, das Auto, und amerikanischem Englisch, the car. Im amerikanischen Englisch haben Sie hier tatsächlich einen Konsonanten am Ende des Wortes nach dem Vokal. Und im britischen Englisch haben Sie einfach nur einen langen Vokal. Und jetzt ist das manchmal ein bisschen verwirrend, weil in New York City, wo diese Experimente gemacht wurden, sind die nicht-rotischen, weil das mit dem britischen alles nichts zu tun hat, sind die nicht-rotischen Varietäten die eher mit einem, wie soll man sagen, niedrigen sozioökonomischen Status einhergehen. Ja, also wenn man das R hört, am Ende nach Vokalen, zum Beispiel am Ende von Wörtern, dann ist es ein Zeichen davon, dass man tendenziell sozioökonomisch besser dasteht. Und was hat er gemacht? Er hat sich drei Kaufhäuser angeguckt, KDW, Karstadt und Kick oder sowas, also das Äquivalent davon, und tatsächlich festgestellt, jo, die Angestellten in diesen Warenhäusern, je nachdem, wie teuer, ganz einfach gesagt, wie teuer die Waren da sind, benutzen mehr oder weniger R's. Und noch was ganz anderes ist rausgekommen. Also R ist dann quasi, also man würde heutzutage nicht mehr von Schichten sprechen, aber ist gekoppelt an den sozioökonomischen Status und an das Prestige. Denn wenn Sie die Angestellten aus dem Kick ins KDW bringen, versuchen die unbewusst mehr R's zu realisieren nach Vokal.
Ja, weil man in dem Kontext dann weniger auffällt. Das ist jetzt nicht schön, dass es so ist. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh toll. Also die Forschung von William Leboeuf, die war toll. Weil Sie müssen halt auch bedenken, das übersehen viele EuropäerInnen, das ist hier auch an die Hautfarbe gekoppelt. Das ist uns immer nicht so, vielen nicht sofort klar. Wenn Sie aus Amerika kommen, ist Ihnen das sofort klar. Auch wenn es gar nicht in dem Artikel steht. Ja, das ist nicht schön, dass das so ist, aber es zeigt eben, dass bestimmte Aussprachevarianten an bestimmte Prestigeniveaus gebunden sind. Und solange wir das nicht ändern können, weil das ist sehr schwer zu ändern, solange wir das nicht ändern können, ist es ja durchaus eine gute Idee, möglichst eben diesen Standard, der prestigeneutral ist oder sogar ein hohes Prestige hat, zu unterrichten. Wenn Sie sich jetzt kommt's, Anke Engelkes Deutschkurs für türkische MitbürgerInnen angucken, können Sie mal überlegen, was das damit zu tun hat. Wir können da dann nochmal drauf eingehen. Also ich stelle Ihnen den Link hoch und überlegen Sie mal, was das damit zu tun hat. So, das heißt, was wollen wir jetzt? Was wollen wir im Rahmen von Bildungs- und Normsprache mit der Phonetik? Also natürlich geht es darum, Dialekte, Soziolekte und Kiezsprachen zu erhalten. Es geht nicht darum, jemandem seine Sprache oder ihre Sprache abzutrainieren. Das ist völlig falsch. Dann würde man ja eigentlich, man würde es noch schlimmer machen, man würde das sozusagen stigmatisieren. Damit verschärfen Sie nur die Prestigeunterschiede, sondern als zusätzliche Varietät wäre es doch eigentlich ganz gut, wenn alle irgendwie einen möglichst prestigeneutralen Standard sprechen können. Egal was man, ich rede zu Hause auch anders. Ja, selbst das, was ich hier mache, ist ja eigentlich für eine konservative Germanistik schon viel zu salopp. Gut, für zukünftige Lehrpersonen, was heißt denn das? Die Phonetik ist nicht Teil des Schulstoffs, das können wir schon mal gleich ausschließen. Also sie gehen nicht dann irgendwann in die erste Klasse oder in die achte, in irgendeine Klasse und sagen, so, jetzt gucken wir mal, wo sind sie denn, die Frikative und die Plosive. Das passiert nicht. Das können wir schon mal ausschließen, dafür brauchen Sie das nicht. Was Sie aber können müssen, ist Ausspracheprobleme in der Norm und generell erkennen können. Dafür brauchen Sie phonetisches Wissen. Weil immer nur durch Vormachen. Also einige meiner Freunde sind irgendwie zum Beispiel englische ErstsprecherInnen. Wenn ich denen irgendwas immer nur vormache, die können teilweise gut Deutsch, dann wird das nicht besser von. Die richtige Reaktion auf solche Probleme können Sie nur produzieren, wenn Sie entsprechendes phonetisches Wissen haben. Was ist denn das entsprechende, notwendige phonetische Wissen? Und ich sage Ihnen jetzt schon mal, bevor es jetzt an die harten Fakten geht, das ist die einzige Vorlesung, wo ich Sie bitte, nicht leise zu sein, denn wenn Sie es nicht schon zu Hause gemacht haben, es hilft ungemein, wenn Sie mir folgen wollen jetzt hier, wenn Sie das machen, was auf diesen Folien draufsteht und was ich Ihnen sage. Das produziert bestimmte Geräusche, da lebe ich gerne heute mit. Ja, das ist wie Klavierspielen, nicht? Wenn Sie den ganzen Tag nur Klaviermusik hören, können Sie hinterher trotzdem nicht Klavier spielen. Das sind die Sprechorgane im weiteren Sinn. Das ist im Grunde, fängt das hier an mit Ihrem Zwerchfell. Das hängt hier so unter der Lunge. Die Lunge ist ja hier so ein Riesending. Wenn Sie Yoga machen, dann können Sie ja manchmal auch merken, oh, hier hinten ist auch noch irgendwie Lunge oder sowas. Wow, ein Riesending. Und das Zwerchfell hat ja eigentlich nur die Funktion, die Lunge irgendwie zu expandieren und zusammenzudrücken, damit da ein Unterdruck oder ein Überdruck entsteht und dadurch geht da Luft rein und raus. Das ist alles. Das ist jetzt also für uns der Zweck der Lunge und des Zwerchfells. Warum geht die Luft rein und raus? Weil Sie sehen hier, es gibt. Das sieht man eigentlich auf der Zeichnung nicht so gut, aber glauben Sie mir, da ist eine Verbindung, das wissen Sie ja auch, von dem Mundraum direkt runter zur Lunge, wo die Luft dann rein und raus geht. Dann kommt hier irgendwie die Luftröhre, die brauchen wir zum Sprechen noch nicht so. Also außer, dass die Luft da durch muss. Und dann kommt der Kehlkopf, ja, das ist das Ding hier. Wenn Sie beim Sprechen da dran fassen, merken Sie, dass sich da was bewegt. Wenn Sie flüstern, merken Sie es nicht. Merken Sie es auf jeden Fall nicht so gut. Sie dürfen da nicht flüstern. Weil wenn Sie flüstern, benutzen Sie keinen Stimmton und dann ist da schon viel weniger los. Nicht gar nichts, aber weniger. Da fängt eigentlich da wird es interessant. Dann kommt hier der Rachen, ja, Pharynx, der Rachen. Ja, das ist da, wo Sie die Erkältung haben, wenn Sie die gerade haben. Tut mir leid, gute Besserung. Und das ist das Ding, wenn Sie sich vor einen Spiegel stellen und A machen, Sie können auch Ihr Telefon nehmen, das ist da hinten die Wand. Wenn Sie geradeaus durchgucken, das ist der Rachen. Und wenn Sie jetzt krank sind, dann sehen Sie vielleicht, könnte gerötet sein.
Das ist blöd. Dann haben wir die Mundhöhle hier mit der Zunge und so. Das kommt alles gleich noch en Detail. Und die Nasenhöhle, die ist auch indirekt an der Sprachproduktion beteiligt. Da gibt es eine Verbindung. Das wissen Sie, wenn Sie sich an Ihrem Getränk verschlucken. Und es geht halt nicht nach unten, sondern nach oben. Und dann merken Sie, dass da die Verbindung ist. Wenn Sie jetzt in den Mundraum mal so reinzoomen, dann haben wir hier erstmal die Zunge. Die Zunge ist ja so ein Riesenklumpen eigentlich. Das, was man so sieht und als Zunge wahrnimmt, ist eigentlich nur so die Zungenspitze. Eigentlich ist das so ein großer muskulöser Klumpen hier, der Ihren Unterkiefer fast ausfüllt. Ich zeige Ihnen den gleich noch auf dem Film. Also die Zunge ist eigentlich so ein Riesenklumpen. Für uns relevant ist aber tatsächlich die Zungenspitze und das sehen Sie gleich auf sehr faszinierende Weise. Das Zäpfchen kennen Sie auch, wenn Sie wieder sich hinstellen und A machen, das ist das, was da so runterhängt. Und danach kommt, wenn Sie weiter nach oben gehen, so ein weiches Stück. Können Sie, also ich würde Ihnen nicht empfehlen, das jetzt anzufassen, aus verschiedenen Gründen. Also auch wenn Sie kein Desinfektionsmittel dabei haben, bei der Infektionssituation. Aber Sie können das vielleicht so merken, da ist das weiche Stück und dann kommt der harte Gaumen mit Knochen dahinter. Das ist dann hier dieses Stück. Und das mündet in den Zahndamm, das ist diese Stufe hinter den Zähnen, also Teil des Gaumens. Und dann kommen die Zähne, vorne die Lippen und das war es im Wesentlichen schon. Das sind alle Artikulationsorgane, die Sie brauchen im Deutschen. Es gibt jetzt noch Sprachen, da brauchen Sie die Epiglottis, das ist das Ding, was runtergeht, damit Sie sich nicht verschlucken. Damit kann man auch sprechen. So, das sind die Organe, die Sie brauchen. Die alle benutzen wir jetzt und jetzt überlegen wir uns erstmal, was machen Sie damit im Prinzip? Also was kann man damit, egal wo, jetzt mit den Lippen, mit den Zähnen, mit der Zunge und so weiter, was kann man damit für verschiedene Arten von Artikulationen machen? Und jetzt sehen Sie, warum die Folien nicht ausreichen zum Lernen, weil da stehen jetzt nur die Beispiele drauf. Pole, Bole, Tank und Dank, Gilt und Kilt, fiel mir nichts Besseres ein. Fee, Weh, Heißer, Heiser, Schlich, Jubel, Bach und Rune. Die Frage ist hier, was ist jeweils der Unterschied zwischen diesen beiden Wörtern in diesen Wortpaaren? Hier gibt es diesen Unterschied nicht. Pfanne, Zirkus und Matsch. Mus, Nuss und Gong. Auch hier gibt es diesen Unterschied nicht. Das ist der Unterschied des Stimmtons, der Anwesenheit von Stimmton. Was ist das? Wenn Sie zum Beispiel W aussprechen und sich dabei an den Kehlkopf fassen und vielleicht W sagen. Sehr gut. Dann merken Sie im Vergleich zu Fee, merken Sie aber vor allem, wenn Sie sich an den Kehlkopf fassen, ich sehe da jetzt noch einige, die es ohne versuchen, dann merken Sie, dass bei diesem, was hier mit W in der Schrift wiedergegeben wird, dass da der Kehlkopf vibriert. Woran liegt das? Im Kehlkopf sind Ihre Stimmlippen, das sind einfach zwei so sehnige Dinger, die entweder so schnell vibrieren können oder Sie tun es halt nicht. Wenn Sie die ganz aufmachen, dann vibrieren die nicht. Und wenn Sie die so mit einer ganz bestimmten Spannung aneinander bringen, dann fangen die an zu vibrieren. Und dann nur dann können Sie singen, zum Beispiel. Ohne kann man nicht singen. Das merken Sie, wenn Sie da eine Entzündung haben und die bewegen sich nicht mehr richtig, dann können Sie auch nicht mehr singen. Und es tut vor allem ziemlich weh. Das sollten Sie dann auch lassen. Das ist der Stimmton. Und Sie können ganz viele Laute so artikulieren, dass Sie gleichzeitig da im Kehlkopf diesen Stimmton produzieren oder Sie lassen es eben. Nicht nur bei Fee versus Weh, sondern auch bei Pole und Bole. Ich übertreibe, Bole. Da merken Sie, da kommt die Stimme kommt sowieso bei dem Vokal. Aber bei Bole fängt die Stimme halt eine Idee früher an, verglichen mit Pole. Ja, Nummer eins. Nummer zwei, was ist hier los? Pappe, bebauen. Tinte dulden, Knack gegen. Und dann, jetzt wird es komisch, Chaot versus Chaos und Anfang, Über, Ohne und Ur. Was sehen Sie hier? Hier sehen Sie Plosive. Was heißt das? Das heißt, bei allen diesen hier blau markierten, also bei allen Lauten, die Sie produzieren, die den hier blau markierten Buchstaben entsprechen, stellen Sie erstmal irgendwo einen Verschluss her, wie in Pappe. Das fängt so an, einfach
Lippen aufeinander und dann lassen Sie diesen Verschluss, machen Sie plötzlich auf und dann kommt so ein Schwall Luft raus. Merken Sie auch, wenn Sie Pappe sagen dann, und das ein bisschen übertreiben, dann merken Sie, dass da so eine Stoßwelle rauskommt. Das sind Plosive. Also erst zumachen und dann plötzlich aufmachen. Was hat das jetzt hier mit auf sich? Da sind diese Fragezeichen drin. Da ist was. Das hören Sie, wenn ich Chaot sage, im Gegensatz zu Chaos. Die werden anders betont, die Wörter. Da ist auch was zwischen dem A und dem O hier. Ja, das ist ein Plosiv. Den schreiben wir nicht, deswegen wissen Sie von dem vielleicht noch nichts. Das ist ein Plosiv, den bilden Sie im Kehlkopf. Der sogenannte Laryngalverschluss, Glottalverschluss, Glottalplosiv, wie auch immer, gibt es 8 verschiedene Wörter, die so benutzt werden. Den gibt es nicht in allen Sprachen. Im Deutschen ist es so ein Laut, der kommt an ganz berechenbaren Positionen. Deswegen schreiben wir den auch nicht, weil wir nicht so schreiben, wie wir sprechen. Sonst müssten wir den aufschreiben. Ist so. Ich werde Ihnen dann in der Phonologie erzählen, wo genau der vorkommt. Also immer vor Vokalen, wo sonst kein anderer Konsonant ist. Und dann brauchen wir noch ein paar andere Zusatzregeln. Das sind aber alles Plosive. Also auch bei diesem Glottalverschluss in Anfang sind die Stimmlippen erst geschlossen und gehen dann schlagartig auf. Und Sie merken, wenn ich ihn weglasse, dann klingt es wie ein Akzent, aber keine anderen Akzentmerkmale sind vorhanden. Komisch, oder? So reden wir nicht. Das ist passiert, wenn ich den weglasse. Gut. Also der ist da, glauben Sie es mir, auch wenn wir den nicht schreiben. Was haben wir hier? 5, Wehe, Bus, Sahne, Bäche, Joch, Bache, Rasen, wenn Sie nicht wissen, was eine Bache ist, gucken Sie es nach. Das sind alles Frikative. Die werden etwas anders artikuliert, da stellen Sie einfach so eine Verengung irgendwo her. Also gucken Sie wieder, ist relativ eindeutig. Das sieht jetzt blöd aus, wenn ich das so mache, aber Sie nehmen Ihre obere Zahnreihe, legen die auf die Unterlippe, ziemlich eng und schicken dann Luft durch. Und dadurch, dass die Verengung relativ eng ist, gibt es dann so Turbulenzen und das fängt an zu rauschen. Das war's. Das sind Frikative und das Gleiche passiert bei Bus und Sahne, nur die Zunge geht so an den Zahndamm, an diese Treppenstufe hinter den Zähnen, ja, legt sich relativ nah da dran, aber nicht ganz und dann geht Luft dadurch. Und das können Sie mit und ohne Stimmton machen, Bus und Sahne. Das sind Frikative, da haben wir Plosive und Frikative und Stimmton hatten wir auch schon. Pfanne und Topf, da sehen Sie sofort, da haben wir was anderes. Zange und Schlitz, Matsch oder auch dann Chips, wenn das, also ich beschreibe tendenziell ja nur den Kern des Systems, da gehört das Wort Chips nicht dazu. Oder eben Dschungel, gehört auch nicht zum Kern. Das sind Affrikaten, das ist im Wesentlichen eine Kombination aus einem Plosiv und einem Frikativ. Also so wie das auch nach dem Schriftbild hier in einigen Fällen in einigen Fällen aussieht, wie zum Beispiel Pfanne. Bei Zange aber nicht, da schreiben wir nicht TZ. Und warum wir hier TZ schreiben, das sage ich Ihnen in Woche 12. Da sage ich Ihnen auch, warum eine richtig instruierte Schreiberin des Deutschen niemals Arzt mit TZ schreiben würde. Das ist eine völlig absurde Idee eigentlich. Und wenn das jemand tut, ist es ein Zeichen davon, dass die Schreibprinzipien nicht richtig unterrichtet wurden. Tut mir leid. Aber da müssen Sie jetzt noch ein paar Wochen warten, 10 Wochen ungefähr. So, jetzt haben wir es fast schon durch. Kommen noch 2 Sorten von Konsonanten in Licht und Ball. Und das war es auch schon. Haben wir den Approximanten des Deutschen. Ball, wenn Sie das mal machen. Ball oder Licht. Dann merken Sie, die Zunge geht in der Mitte oben an den Zahndamm, aber links und rechts ist offen. Und ist sogar relativ weit offen. Das heißt, es ist so ähnlich wie ein Frikativ, aber die Öffnung ist weiter. Deswegen kommt es nicht zu diesen Turbulenzen, es rauscht nicht. Und es gibt auch andere Approximanten in anderen Sprachen. Im Deutschen haben wir im Wesentlichen nur den. Und um es vollständig zu machen, Maus, Baum, Nase, Kinn, Ring, war es schon. Das sind Nasale, Begriff, den Sie wahrscheinlich kennen. Das sind Laute, bei denen Sie, wenn Sie es mal ausprobieren, Maus,
So, und jetzt halten sich dabei mal die Nase zu. Geht nicht. Geht nicht. Machen Sie und dann knackt es in den Ohren. Jo, okay. Ich bin, also das machen Sie alles auf eigene Gefahr. Was Sie hier machen, ist, Sie stellen im Mundraum einen kompletten Verschluss her. Schön sieht man das beim M, weil da sind die Lippen einfach aufeinander gepresst. Und dann machen Sie was ganz Cleveres, was ich Ihnen gleich, ich verspreche Ihnen das die ganze Zeit schon, das sehen Sie gleich alles im Film. Was Sie dann machen, ist eigentlich ganz clever. Sie machen nämlich hinten im Mund das Gaumensegel, also diesen weichen Teil da hinten, so runter, dass die Luft statt über den Mund durch die Nase rausgehen kann. Deswegen können Sie sich dabei nicht, Sie können nicht die Nase zuhalten und dann, das geht nicht. Die Luft muss durch die Nase raus. Also das geht für einen Bruchteil von einer Sekunde und dann ist man am Ende. Ja, das war's schon. Das sind die Artikulationsarten, für Konsonanten. Und dann kommen noch die Vokale. Tier, Tür, gut, wenig, Flöte, Hose, käme, nicht käme, käme, ist aber nicht so wichtig, Bart, Kind, Mündel, Bus, kämme, können, Schock. Zwischen der ersten Gruppe und dieser zweiten gibt es einen wesentlichen Unterschied. Tanne und dann Sei, Pfau, Heu und dann noch Tüte, besonders Ehe. Jeweils die blau markierten, also die, das, was den blau markierten Buchstaben entspricht. Ja, das sind so im Wesentlichen die Vokale des Deutschen. Was machen Sie dabei? Sie machen den Mund im Wesentlichen auf und lassen die Luft frei durchgehen. Und was die Zunge dabei genau macht, auf die kommt es im Wesentlichen an, das zeige ich Ihnen gleich. Es gibt noch so Oberklassen. Also ich habe Ihnen ja jetzt gesagt, Sie haben Approximanten, nasale, frikative, affrikanten, plosive, das sind die Konsonanten. Dann haben Sie die Vokale auf der anderen Seite. Es gibt noch diese zwei anderen Oberklassen, die wir später mal brauchen. Da weise ich Sie nur jetzt schon mal darauf hin, da kommen wir noch drauf zurück. Das sind die Sonoranten und die Obstruenten. Es ist nicht nur zielführend, Vokale von Konsonanten zu unterscheiden. Es gibt noch so eine andere Klassifikation, die da drüber kommt. Also die Vokale, Approximanten und Nasale als Sonoranten zusammenfasst und Frikative, Affrikaten und Plosive als Obstruenten. Weise ich Sie nur schon mal darauf hin, damit wir das schon mal didaktisch entlastet haben. Die Orte, wo man artikulieren kann, das ist ganz einfach. Pappe, Birne, Mulch, Pappe, Birne, Mulch, okay. Fahne, Witz, Pfusch. Wenn Sie das mal machen, diese jeweils auszusprechen, dann merken Sie irgendwie diese Reihen, da gehen Ihre Sprechwerkzeuge an denselben Ort jeweils. Genauso wie bei Traum, Dort, Mist, Sing, Zunder, Luft, Noch. Das ist alles dasselbe, immer am Zahndamm. Noch, Luft, Zunder, Mist, Dort, Traum. Das ist immer dieselbe Stelle. Genauso wie Busch und Tschechisch, das ist dieselbe Stelle wie bei diesen hier, nur ein Stückchen weiter hinten, das rutscht so ein bisschen diese Treppenstufe runter. Schlecht und Junge, wenn Sie das mal probieren, dann merken Sie wahrscheinlich, Ihre Zunge liegt so am harten Gaumen oben irgendwo. Schlecht. Rock, Gabe und Klinge, das ist an diesem weichen Teil hinten, hinterm Gaumen. Wach und Rütteln, das passiert am Zäpfchen, wenn Sie es ausprobieren. Wach. Da merken Sie sogar, dass sich da Ihr Zäpfchen bewegt. Und dann habe ich Ihnen eben schon erzählt, es gibt diesen Glottalverschluss im Kehlkopf, offen. Üben Sie das mal zu Hause und üben Sie auch ohne diesen Glottalverschluss zu sprechen, damit Ihnen klar wird, das kostet eine gewisse Körperbeherrschung, was da der Unterschied ist. Und das H, der H-Laut, ist ein Frikativ genau an derselben Stelle, wo Sie das in offen, ist dieselbe Stelle im Kehlkopf. Das sind die Artikulationslaute einmal durch illustriert. Wir haben dann hier für diese Artikulationsorte solche schönen Namen, die man sich irgendwann mal einprägen muss. Bilabial mit zwei Lippen, p, p, m. Labiodental, f, p, f. Labio, also Lippen und Dentis, Zähne. Alveolar, das ist der beliebteste Artikulationsort, nicht nur im Deutschen. T, t, s, 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 l, n. Alles derselbe Ort.
Palato-Alveolar ein Stück weiter hinten und so weiter und so weiter. Das bringt jetzt nichts, wenn ich das durchkaue. Ich habe Ihnen einmal gezeigt, wie das alles geht. Sie haben die Beispiele. Sprechen Sie sich einfach vor und ruckzuck ist diese Tabelle eine klare Sache. Bei den Vokalen wird es ein bisschen fieser. Die stellt man normalerweise in diesem sogenannten Vokaltrapez dar. Ja, I, Ü, E, Ö. Das sind jetzt nur die Vokale des Deutschen. E, Ö, Ä, Ö, A, O, O, Ö, U. Jetzt bin ich einmal so durchgegangen, habe den hier weggelassen. Das ist Ö. Das sogenannte Schwa, der einzige Vokal, der einen eigenen Namen hat. Das ist so irgendwie ja, in der Mitte. Aber was heißt denn jetzt hier? Vorne zentral, hinten hoch, mittel tief. Die Idee dabei ist, dass die Zunge ein Brett ist. Ist sie nicht. Und dieses Brett in dieser Idealisierung bewegt sich nach vorne und nach hinten. Das stimmt auch. I, U, I, U, wenn Sie das mal machen. Oder machen Sie Ü, U. Machen Sie noch besser. Ü, U. Dann merken Sie, dass die Zunge beim I vorne ist. Beim Ü, pardon, Ü und beim U passiert nichts anderes, als dass die Zunge nach hinten geht. Ü, U. Und wenn Sie Ü, Ö machen, oder Ö, wenn Sie das können, Ü, Ö, dann merken Sie, ja, den gibt es nicht in lang, aber, ne? Also nicht im Standard. Bei uns in Nordrhein-Westfalen schon, so schöne Wörter wie Örsig. Wenn Sie nicht wissen, was das heißt, machen Sie nichts daraus, werden Sie nie brauchen. Das ist die Idee, dass die Zunge sich nach vorne und hinten und nach oben und unten bewegen kann. Das stimmt im Wesentlichen auch, aber ich zeige Ihnen jetzt gleich, dass das eine Idealisierung ist. Darüber hinaus haben Sie noch den Unterschied zwischen I und Ü, wenn Sie das mal machen, I, Ü. Sehr gut, sehr gut. I, Ü, da merken Sie, der Mund ist einmal so I platt gezogen, die Lippen, und dann Ü, dann runden sich Ihre Lippen. Das heißt, das ist die andere Art, unterschiedliche Vokale zu produzieren. Oben, unten, vorne, hinten und gerundet, ungerundet. Auch das war es schon wieder. Andere Vokale gibt es nicht. Achso, wir haben dann hier noch die Diphthonge, Ei, Au und Eu. Und über die reden wir noch in der Phonologie. Die werden nämlich gerne falsch transkribiert. Jetzt kommt das, was ich Ihnen die ganze Zeit versprochen habe. Ich zeige Ihnen jetzt Filme von Sagittalschnitten in einem Magnetresonanzgerät. Ist nicht schädlich, keine Strahlung, ist nur ein Magnetfeld. Das heißt, was Sie sehen, ist quasi so durchgeschnitten, die Kamera kommt von hier. Und das passiert bei verschiedenen Artikulationen. Gucken Sie jetzt hin, ich zeige Ihnen dann noch Details. Okay, was war das für ein Wort? Das war das Wort Beet. Ich zeige es Ihnen nochmal. Beet. Sie sehen hier den Verschluss mit den beiden Lippen. Ja, sehen Sie. Der öffnet sich jetzt und das ist das E. Sehen Sie die Zunge? Jetzt ist es sehr schwer zu sagen, diese Zunge befindet sich vorne und in der Mitte. Also vorne und auf halber Höhe. Finde ich schwierig. Na, daran sehen Sie, es ist eine Idealisierung. Was Sie dann sehen, ist die Zungenspitze, nur die Zungenspitze, geht nach vorne, um am Zahndamm das zu artikulieren. Und dann fertig. Jetzt würde ich Sie auf noch was hinweisen. Wenn Sie mal auf den hinteren Bereich, da wo der weiche Gaumen ist und das Zäpfchen, wenn Sie da mal, ich gehe mal wieder auf Anfang, wenn Sie da mal gucken, was da passiert, also hinten bei der Zunge da drüber. Sehen Sie das? Und wieder runter. Das ist Ihr Gaumensegel, was eben nicht nur sicherstellt, dass wenn das so sein soll bei einem Nasal, dass die Luft durch die Nase geht, sondern das macht auch extra auf, immer wenn Sie, na im Grunde, wenn Sie eine neue Silbe artikulieren. Da geht es immer auf und zu, immer rauf und runter. Jetzt gucken wir uns da mal im Vergleich Bett an.
Okay, das war im Wesentlichen dasselbe, bis auf Sehen Sie den Unterschied zu Bet? Das ist hier, also zu dem E in Bet, das ist in Bett. Man weiß dann schon, was es heißt, dass die Zunge dabei weiter unten ist und der Mundraum offener ist. Aber das Vokaltrapez ist, was man hier auch sieht, eine Idealisierung. Was ist das hier? Ich lade Ihnen diese Filme hoch. Gucken Sie sich einfach mal an, das sind ja 7 Filme, und spekulieren Sie, was das für Wörter sein könnten, auf Basis der phonetischen Beschreibung, die ich Ihnen gegeben habe. Ich löse dann auf nächste Woche. Ich zeige Ihnen die nochmal. Worauf ich Sie nämlich jetzt noch hinweisen würde, ist eine Sache, die ein bisschen problematisch ist daran, wie wir hier Phonetik machen. Wir machen nämlich eigentlich gar keine Phonetik. Ich sage Ihnen einfach und vielleicht die KollegInnen im Basisseminar auch, wie der Standard angeblich aussieht und wie, wenn Sie dann so ein Wort haben, wie Sie das dann aufschreiben müssen. Das ist im Grunde so eine Schattenorthographie, die wir da Ihnen einfach vermitteln. Wir sagen Ihnen einfach, ja, das Wort bitte, das muss man so transkribieren, weil so ist es. Phonetik würde man jetzt eigentlich machen, indem man ein ganzes Semester mindestens opfert oder ein ganzes Studium, kann man auch studieren, und da lernt zu hören, was die Leute machen, oder zu messen, also die Schallwellen zu analysieren und dann genau zu entscheiden, wie schreibe ich das jetzt auf. Das ist aber jetzt nicht falsch, das ist nicht blöd, dass wir das machen, das ist einfach der Einstieg, den wir gewählt haben. Ich sage nur, Phonetik geht eigentlich ein bisschen anders und dann bräuchte ich Ihnen das, was ich Ihnen jetzt sage, bräuchte ich Ihnen eigentlich gar nicht zu sagen, weil Sie würden das automatisch hören und wüssten dann genau, wie man das transkribiert. Aber es gibt so ein paar Besonderheiten. Wenn Sie einfach jetzt Wörter nehmen und wollen die in dieser Standardaussprache aufschreiben. Und das sind jetzt Besonderheiten, die greifen sozusagen vor in die Phonologie. Das sind nämlich alles Fälle, wo wir nicht so sprechen, wie wir schreiben. Oder schreiben, wie wir sprechen. Weg, Weg und Weges, der Genitiv von Weg. Da schreiben wir jetzt einmal CK, einmal ein G, und dann nochmal ein G. Ja. Wir sprechen das hier, weg, sprechen wir als stimmlosen Plosiv aus. K. Ja, keine Stimme. K. In Weg, ist genau derselbe Konsonant, Weg. K. Kein Stimmton. Dasselbe Wort, mit G geschrieben, im Genitiv, Weges, stimmhaftes G. Das heißt, Sie sehen, dass dieses G hier phonetisch, also so wie man spricht, einmal einem stimmlosen Plosiv entspricht und einmal einem, stimmhaften. Ja, das müssen Sie aber bedenken, wenn Sie jetzt das Wort schriftlich vor sich sehen, zum Beispiel in der Klausur oder im Leben, können Sie ja nicht einfach ein G hinschreiben. Sie müssen sich überlegen, wird das jetzt hier wie K ausgesprochen oder wie G? Genauso in Bad, Bad. Bades, diese beiden Wörter hier werden genau gleich ausgesprochen. Ich bat ihn im Bad des Bades wegen. Auch hier, ne? Sie haben da ein T und hier ein D, die beiden werden gleich ausgesprochen, also die Wörter werden gleich ausgesprochen. Und hier haben sie ein D und hier haben sie in demselben Wort ein D, aber das wird unterschiedlich ausgesprochen. Nämlich einmal stimmhaft, einmal stimmlos. Flop, Lob, Lobes, Lob, P. Ja, ist stimmlos, sie sagen nicht Lob. Ich würde Ihnen sogar unterstellen, dass die meisten von Ihnen das gar nicht so aussprechen können, weil Sie es nicht gelernt haben, weil Sie da alle Deutsch sprechen und das irgendwie intuitiv dann da nicht hinkriegen. Selbst wenn Sie eine andere Sprache sprechen, wo es das gäbe, so ein Wort, wird es Ihnen im Deutschen schwerfallen. Das ist hochfaszinierend. Ja, das ist die sogenannte Endranddesonorisierung, Vulgo-Auslautverhärtung. Den Begriff Auslautverhärtung mag ich nicht, weil der nicht korrekt ist eigentlich. Wann das genau der Fall ist, besprechen wir in der Phonologie, weil da gehört es hin. Aber wenn Sie Phonetik so machen wie wir, nämlich dass Sie einfach Wörter nehmen und sagen, okay, ich schreibe die jetzt hin, wie sie im Standard ausgesprochen werden, ist das was, was Sie bedenken müssen. Da gibt es eine Dissonanz, scheinbare Dissonanz zwischen Laut und Schrift. Genauso müsste man hier genauer hingucken. Die meisten von Ihnen werden nicht laufen,
haben, kriegen, rotem Bündel sagen, wie hier, laufen, da ist dieses Ö, das ist der einzige Vokal mit dem eigenen Namen, das Schwa, Ö. Das würden Sie da wahrscheinlich gar nicht aussprechen, die meisten von Ihnen. Das klingt ja auch so ein bisschen schon nach Tagesschau, wenn ich sage laufen, haben, kriegen, rotem Bündel. Die haben eine ganz spezielle Ausbildung und es ist auch, also der Punkt ist tatsächlich, der Standard richtet sich in vielen Punkten danach, was die SprecherInnen-Ausbildung beim Norddeutschen Rundfunk für die Tagesschau ist. Kann man sich ja auch Gedanken drüber machen. Also, nun gut. Was Sie viel eher sagen würden, wäre laufen, haben, kriegen, rotem Bündel. Klingt schon mal viel flüssiger und ist auch völlig akzeptabel in der Norm und in der Bildungssprache, wenn Sie mich fragen. Was Sie nämlich hier haben, sind sogenannte silbische Nasale und Liquiden. Das heißt, Sie ziehen sozusagen diese Nasale wie in die Länge und damit werden die silbenfähig sozusagen. Wir reden noch über Silben. Laufen, da ist kein Vokal. Haben, da müssen wir nicht mal den Mund aufmachen. Haben, da geht direkt von dem Plosiv, geht die Öffnung durch die Nase ab. Haben, ist völlig normal. Dann haben wir die R-Laute und die sind sehr interessant, phonologisch gesehen. Denn in so Wörtern wie Tier, Tür, Kirche, Bürde, nur, Bursche, der, Stör, der Fisch, Chor, gern, Börse, Korn, Bar, Knar. Ich habe die jetzt standardkonform ausgesprochen, also nicht Bar, ich gehe in die Bar, ja, einfach nur langes A, sondern die Bar. A. Wir schreiben da ein R, da ist eigentlich auch ein R, nur wie wir das in diesen Wörtern, in diesen Kontexten aussprechen, ist da eben kein R mehr, sondern das wird irgendwie zum Vokal. Das ist was, was sehr gerne in der Transkription dann nicht richtig gemacht wird. Und so redet, also es gibt natürlich Gegenden, da würden Sie Tier oder Tür sagen oder Chor im Standard aber nicht. Das heißt, hier müssen Sie in der Transkription aufpassen, dass da eigentlich, da stehen R's in der Orthographie, aber irgendwie in der Phonetik sind die nicht da. Dafür sind da irgendwelche Vokale. Und das ist gemein, weil Sie vielleicht aus Gegenden kommen, wo man halt Bar sagt. Ja? Bar, einfach nur langes A. Und dann ist man sich vielleicht gar nicht dessen bewusst, dass da irgendwie, wenn man es ganz sauber machen will, dass da noch ein Schwa ist. Bar. Okay. Das ist das Thema sekundäre Diphthonge. Und dann wird das mit den Diphthongen im Deutschen plötzlich irgendwie richtig kompliziert. Auf die komme ich aber nochmal zurück, dann in der Phonologie. Aber das sind die im Wesentlichen. Ja. Tier, Tür, Chor und so weiter. Das war die Phonetik. Das war sie eigentlich nicht, aber das war alles, was ich Ihnen dazu sage. Was erzähle ich Ihnen nächste Woche? Ich erzähle Ihnen, was die Phonetik mit der Phonologie zu tun hat. Das heißt, ich werde Ihnen erst wiederholen, was ich Ihnen diese Woche gesagt habe und Ihnen so ein paar Übungen mit auf den Weg geben. Ich werde dann überleiten zu dem Thema, dass nicht alle von diesen Segmenten, alle diese Laute, die wir jetzt besprochen haben, heißen dann Segmente. Und dann werde ich Ihnen sagen, der wichtige Punkt an der Phonologie ist, dass die nicht an allen Positionen vorkommen können, in der Silbe, im Wort und so weiter. Da kriegen wir den Übergang zur Phonologie. Und dann werde ich Ihnen ein System beschreiben, wie Segmente, also Laute, die auf eine bestimmte Weise abgespeichert sind oder grammatisch kodiert sind, dann je nach Kontext verändert werden. Und dann wissen Sie auch, warum man in Chor keinen Konsonanten, kein R spricht, in Chöre aber schon. Da ist es dann nämlich wieder. Und im Vorgriff auf die Graphematik werde ich Ihnen was sagen über Buchstaben und Laute, also dann Segmente. Was Sie dazu unbedingt lesen sollten, ist ein Teil, nur ein Teil, gucken Sie mal, ist nicht viel, in 12 Seiten. Das geht, das schaffen Sie. Von Kapitel 5 und wiederholen Sie gegebenenfalls Kapitel 4. Bis nächste Woche.